Hey, das, was den meisten im Moment fehlt, um Lichtpunkte zu erreichen, ist das Artefakt. Und da gibt es natürlich einige Sachen, wie man das kriegen kann. Aber es ist natürlich auch interessant zu wissen, wie es am besten geht. Mit den Skelettschlüsseln immer mal wieder den Strike zu machen, ist eher nicht so gut, da ihr Skelettschlüssel erstmal braucht und die bekommt ihr relativ selten. Und dann ist es natürlich auch noch Glück, dass die Sachen aus der Kiste mit einem höheren Lichtlevel droppen. Also das ist eher ungeeignet. Auch den Wade Zorn der Maschine immer und immer wieder zu spielen, bis ihr ein höheres Artefakt bekommt, ist auch nicht die optimalste Lösung, wobei ich hier auch mein Artefakt her habe. Eine andere Möglichkeit, die ein bisschen effektiver ist, ist Ruf zu farmen. Ihr könnt nämlich bei der Vorhut und bei den anderen auch 3 85er Sachen bekommen, also bei den Fraktionen und bei der Vorhut und auch bei Eris Morn. Bei Rangaufstieg bei Eris Morn erhaltet ihr nämlich Artefakte und die können auch tatsächlich bis 3 85 droppen. Ihr könnt mehrere Sachen machen, um euren Rang bei Eris hochzubekommen. Zum einen könnt ihr Runen im Hof von Oryx machen, den findet ihr auf dem Grabschiff. Oder ihr schließt den Beutezug von Eris Morn ab, den bekommt ihr auch im Hof von Oryx. Oder für einige gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn ihr die Questline von Dunkelheit lauert noch nicht abgeschlossen habt, könnt ihr euch diese aus dem Kiosk rechts neben der Vorhut holen und abschließen. Für jede Mission erhaltet ihr dann Rufpunkte. Bevor ihr die Mission von Omnigul abschließt, zerlegt die Suche und holt sie euch einfach neu aus dem Kiosk. So könnt ihr auch noch an Rufpunkte kommen. Außerdem könnt ihr Item-Spenden machen. Aktuell möchte Eris 25 Wurmsporen haben und ihr erhaltet dafür 50 Rufpunkte. Genau, das sind die Möglichkeiten, wie ihr diese leveln könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Oder wenn ihr noch andere Beispiele habt, wie man auch noch an einen Artefakt kommt, auch ruhig in die Kommentare damit. Von meiner Seite war es das erstmal und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!